Leute und ganz herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Ja, heute gibt es mal ein 10-Arten-Video und zwar 10 Arten von Reitlehrern. Aber dieses Video mache ich nicht alleine, sondern mit der lieben Willow's Dream Horses. Ihr Kanal und ihr Video findet ihr in der Infobox. Und ja, heute grüße ich niemanden, aber dafür werde ich im nächsten Video 6 Leute grüßen. Also ich hoffe, es ist fair. Und ja, dann würde ich mal sagen, viel Spaß mit dem Video. Erstens, die fast nie da ist. Hä, wo bleibt denn Sarah? Ja, wo ist sie? Wir warten jetzt schon 10 Minuten auf die. Wann kommt die denn endlich? Sorry, Leute, dass ihr so lange warten musstet. Ja, Sarah ist heute bei ihrer Cousine auf der Geburtstagsfeier und kann deswegen nicht kommen. Naja, ich vertrete sie heute. Aha, diesmal auf der Geburtstagsfeier von einer Cousine. Letzte Woche war sie krank, überletzte Woche musste sie ihre Oma im Altersheim besuchen. Oh Mann. Naja, egal, ich bin mal gespannt, wann wir sie wieder haben. Sie ist ja echt fast nie da. Die nur mit einer Stallfreundin redet. Katrin, und weißt du, was dann noch passiert ist? Was, oh mein Gott, die ist vom Pferd gefallen. Echt, das glaube ich jetzt nicht. Doch! Irgendwie fühle ich mich gerade leicht verarscht. Die redet jetzt schon fast die ganze Stunde mit dieser Katrin. Ja, sie sollte sich mal lieber auf den Reitunterricht konzentrieren. Und stell dir vor, dann ist das Pferd abgehauen. Was, echt? Ja. Wow, Hilfe! Bleib ruhig! Ich glaube, du solltest dich mal lieber noch auf den Reitunterricht konzentrieren. Ach was, da ist doch alles gut. Lass uns weiterreden. Die immer müde ist. So, und jetzt geht mal auf den zweiten Hufschlag. Und jetzt mach mal eine Vorhandswendung. Gut gemacht, Shady. Ja, weiter so. Sag mal, Sarah, warum bist du denn immer so müde? Ach, weißt du, der ganze Turnierstress gestern. Ich hab so wenig geschlafen, aber was soll's. Aber fast immer, wenn wir dich haben, dann bist du müde. Sag mal, hast du denn so viel Turnierstress? Naja, Turnierstress hin oder her. Ist ja auch egal. Ich muss meinen Pflichten als Reitlehrerin nachgehen. Ist egal. Die Schnupfnase. So, Jenny. Also du gehst mal bitte auf den Zirkel. Und du, Zoe, du gehst da auf den Zirkel, okay? Und du kannst jetzt aussuchen, du auf Rocky. Ich hab deinen Namen vergessen, sorry. Ich heiße Larissa. Aber Katrin, wenn du so erkältet bist, dann bleib doch lieber zu Hause. Nein. Und ich will euch nicht im Stich lassen, deswegen bleibe ich hier. Ihr habt in ein paar Tagen ein wichtiges Turnier und... Aber Hannah kann doch für dich einspringen. Bleib doch zu Hause und kurier dich erstmal aus. Es bringt doch nichts, wenn du immer trotz deiner Krankheit Reitunterricht machen willst. Nein, ich zieh das durch. Das passt schon. Und zu guter Letzt die mit dem Lieblingsschüler. Mensch, Larissa und Zoe, strengt euch mal mehr an. Wisst ihr, wie ihr ausseht? Ihr seht aus wie zwei nasse Säcke auf einem Pferd. Guckt euch mal Alina an, die kann viel besser reiten. Nehmt euch mal ein Beispiel an ihr. Mann, Zoe, was denn? Weißt du, wie dein Trab aussieht? Dein Trab sieht aus, als wärst du hier zum ersten Mal. Schau dir mal Alina an. Ihr Trab ist einfach spitze. Nimm dir mal ein Beispiel an ihr. So Leute, ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn ja, dann würde ich mich sehr über ein Like und ein kostenloses Abo freuen. Und in der Infobox findet ihr die anderen 5 Arten und den Kanal von Willow's Dream Horses. Also schaut doch gerne mal bei ihr vorbei und hinterlasst auch ein Like und ein kostenloses Abo bei ihr, denn sie macht auch ganz coole Videos. Und jetzt würde ich mal sagen, tschüss und bis zum nächsten Mal.